So, liebe Leute, damit moin moin, servus, das Grillkreiszeichen, einfach nur Hallihallo, Hallöchen, sondern weiter wieder auf meinem Kanal, der Glorious Schwabe hier. Und heute gibt's meine saftigen Dokkan-Summons für die, ja, 77er Spezialbeschwörung mit den drei garantierten LRs und vielleicht sogar mehr, ja. Ja, animationstechnisch, klar, dass wir da eine etwas besondere Animation kriegen. Was habe ich für Wünsche? Puh. Non-LR fällt mir spontan tatsächlich eigentlich nur der Piccolo ein aus dem Kulo-Movie, der ganz cool ist. Da würde mir noch einer fehlen für die für Rainbow. Bei den LRs, ja, ein weiterer Zamasu wäre ganz cool. Im Grunde ist, sind wir die LRs nämlich fast alles so, wie es kommt. Dann haben wir den ersten SSR. Tatsächlich wäre Golden Freezer ganz cool, nicht weil ich jetzt der größte Freezer-Fan bin oder so, sondern weil ich jetzt halt cooler, Metal-Cooler gezogen habe und er dazu halt einfach ein sehr, sehr guter Char wäre, was Teambuilding betrifft, die drei zusammen, ist halt eine ziemlich coole Rotation, deswegen würde ich den tatsächlich sehr, sehr gerne mitnehmen. Ja, gut, jeder SSR ist natürlich Bonus, jeder weitere LR wäre natürlich GG. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, ich nehme es, wie es kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt jetzt fast keinen LR, über den ich enttäuscht wäre. Ich glaube, der einzigste, den ich jetzt nicht unbedingt sehen muss, ist, oh. Das ist der Golden Freezer mit dem EZA, der so relativ gut tankt. Dann würde ich den taken. Was ich jetzt nicht unbedingt brauchen würde, wäre tatsächlich LR Tapion mit, ich habe gerade vergessen, wie sein kleiner Broder heißt, aber ja. Das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, der kann wegbleiben. Der hat mich nämlich in den Gohan-Summons verfolgt. Ja. Zu den Gohan-Summons gibt es kein Video, weil ich das mit Handyaufnahme aufgenommen habe. Also das Gameplay an sich. Und da was verhauen habe, deswegen sind die leider weg. Ich kann Stand heute aber sagen, ich habe ihn gezogen und bin sehr happy damit. Es hat aber über 500 Zones gedauert. Und komme jetzt langsam eventtechnisch so an meine Grenzen. Ein paar Easy Ace habe ich noch offen, aber... Ja. Macht das Warfit? Ich denke schon, Worldwide Celebration darf halt jetzt nichts zu cooles werden, damit ich auf den Super Saiyan 4 Goku bei der Download Celebration sparen kann. Ihr könnt ja schon mal... Dachte gerade ganz kurz, das ist LR-Käfler, aber nein, das sind die... Nee. Gibt's überhaupt schon eine LR-Käfler? Ich weiß, bei Dokkan bin ich ein bisschen, ne? Kale und Kalifla, das wäre auch ziemlich cool. Die gibt's als LR, das weiß ich. Habe ich auch mal versucht zu pullen, habe dann damals nur Vidal bekommen und war trotzdem glücklich. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, was sind eure Hoffnungen hier zu pullen und ja, wie sehen eure Zukunftspläne in Dokkan aus? Schreibt es mir gerne rein. Wenn die Frage jetzt kommt, Schwabi, wie sehen deine Zukunftspläne in Dokkan aus? Schon wieder die Käfler, lol. Ja, Download Celebration oder Thank You Celebration, das ist glaube ich nicht Download, Thank You Celebration. Super Saiyan 4 Goku ist schon das nächste Highlight, auf das ich sparen will. Man weiß natürlich jetzt nicht, was die World Ride Celebration zu bieten hat. Ach komm, weg mit dir. Ist natürlich auch immer so ein Ding, aber ich hoffe tatsächlich einfach irgendwas, wo ich sagen kann, tut nicht weh, wenn ich nur die vergünstigsten Steps mitnehme und dann ade vache. Jetzt müssten wir doch aber langsam schon bei den LRs sein, oder? Es wird sehr trocken, aber meine Dokkan-Summons sind allgemein sehr trocken. Ich bin froh, dass ich für dieses Anniversary die LRGT-Boys und den Gohan rausgezogen habe. Die anderen beiden Banner waren jetzt leider nichts, aber da bin ich auch nicht so deep rein. Weil, ja, in Dokkan muss ich mir vieles hart erarbeiten. Ja, ist nicht so wie früher, wo ich alles hinterhergeworfen gekriegt habe. Ich weiß noch, Super Saiyan Goku und Freezer und 6th Anniversary und so, wie ich da die Units hinterhergeschmissen bekommen habe mit 200 Stones oder so. Die Zeiten sind halt vorbei, ne? Aber man kennt's. Oh, oh, Digga, ich... Ich sag noch, bleib doch weg. Ich sag noch, bleib doch weg. Du bist der Einzige, den ich nicht sehen will. Sind wir schon bei den Garantierten? Ja, das müssten die Garantierten letzten drei sein. Digga. Take ich so... Was von die beiden? Aha! Jawohl. GG. Und den Freezer hinterher. Also genau das, was ich mir gewünscht habe, nehme ich. Und ja, Piccolo war jetzt glaube ich nicht dabei, aber das ist völlig okay. Doch, ich bin zufrieden.
Und da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, wie zufrieden seid ihr? Was habt ihr gepolt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Heute ein ganz kleines, aber feines Video. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst mich, wie gesagt, wissen, was sind eure Zukunftspläne in Dokkan Battle. Und ja, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß. Und ja, genießt diesen kleinen Talk mit mir. Und in diesem Sinne, Ade, es war wunderschön. Ciao. Hey, du hast es bisher geschafft, das freut mich. Dann komm doch auf den Schwabencore. Das ist der Discord von Gurius Schwabe bzw. von Gurius Gaming. Dort wird über die verschiedensten Spiele geschrieben, ob Dragon Ball Breakers, Dragon Ball Legends, Genshin Impact oder ganz allgemein über alle möglichen Spiele wie zum Beispiel Dead by Daylight, was euer Herz begehrt. Oder schaut doch auch einfach bei uns auf Twitch vorbei. Wir werden dort verschiedenste lustige Momente, gute PvP-Clips oder je nachdem sammeln. Die Links sind alle in der Beschreibung. Schaut doch gerne mal vorbei bei mir, Alex und Ekchan oder Gurius Schwabe. Ich sehe euch gern beim nächsten Video.